So, heute hab ich aber Bock, du. Ich hab richtig Bock. Apropos Bock. Wo steht denn der Bock heute? Ja, der Bock, der steht wieder draußen. Nee, hier drin steht er doch, 2 Stück. Ach, die Böcke? Naja. Da hat uns doch jemand was hier hingestellt. Ein Bock geschossen. Ja, aber so ein Bock. Einen schwarzen Bock, wie es hier aussieht. Nee, war. Das ist kein Schwarzbier. Auf jetzt. Ein Winterbock. Ist ja noch Winter, mittlerweile noch. Mhm. Aber dank dem Klimawandel wird es ja nicht so schlimm sein. Ach, wenn, dann ist der Schnee ja nicht so kalt wie, ne? Weil der ohne nicht so Klimawandel. Nass ist. Genau, so sieht es hier mir aus. So sieht's aus, ja. Ja, musst du auch mal aufpassen. So, was haben wir denn da, Rico? Erzähl doch mal. Also, ich sag da mal was dazu, ja. Kannst du noch lesen? Also, das ist ein Bernauer Bier. Das nennt sich Bernauer Zickenschulze Winterbock Naturtrüb. Kurz zur Geschichte, wie auch bei den anderen Bieren, haben wir eine Zahl, ein Jahrgang, ein Jahr. 1423 erhielt Bernau das Braurecht. Also das ist jetzt mittlerweile schon 600 Jahre her. Das Bier war über die Mark hinaus begehrt, das heißt in der Gegend sehr bekannt. Mit der Gründung unserer Genossenschaft beleben wir die Brautradition. Seit 2020 brauen wir das Bernauer Bier wieder hier vor Ort. Das gibt es zu kaufen in Börnicke, bei Bernau, bei Berlin. Genau. Ich finde, der Dicke da. Der Weihnachtsmann? Tja. Da hat der finanzielle Probleme, oder? Ja, muss ja mal, der kann sich kein Bad mehr leisten. Woanders Werbung machen, ein bisschen. Das ist es. Aber es ist schon lustig gemacht. Da hast du Rathaus drauf. Und hier beim Bernauer hast du halt die Mauer und den Torbogen wahrscheinlich. Ansonsten unterscheidet sich das dadurch, dass das eine andere Farbe ist. Was sie schön gemacht haben, ist natürlich, dass sie bei dem Schriftzug Winterbock das O als im Prinzip Schneeflock gemacht haben. Finde ich sehr gut. Der Zickenschulze hat einen schönen Bierbauch, ja. Wie sich die hört, ja. Das ist ein bisschen origineller als das andere. Ja. Aber ich würde trotzdem nicht die volle Punktzahl geben. Dafür ist mir das immer noch zu wenig. Da fehlt noch ein Ticken, ja. Also 3 Punkte. Ja. Von möglichen 4. 3 mit einem Plus, aber das Plus bringt auch nichts. Mach auf jetzt. So, Möwenschiss. Hm? Möwenpick? Genau, Möwenpick, genau. So. Ach, hier mit andeuten vorher, oder was? So. Wie schaut's denn aus? Na, wie riecht's denn? Wie riecht das Auge, wie schmeckt das Ohr, wie sieht die Nase? Tja. Uiuiuiuiui. Wo ist denn der Schaum hin? Ja. Jetzt sieht es wirklich aus, wirklich nur wie Brause. Mhm. Aber ganz schön klare Brause. Also schön klar, muss ich sagen, finde ich gut. Puh, also. Wie viele Punkte gibt es da bei Aussehen? Maximal 4. Ja, also ganz ehrlich. Maximal 2. Ja, würde ich auch sagen. Also mehr wie 2 würde ich jetzt da auch nicht geben. Ich würde 10 Punkte geben. Immer bei 2. Ist okay. Naja, aber du hast eigentlich recht. Weil das sieht aus jetzt. Hat nicht viel von also, dir. Ich hab noch nicht mal die. Ich hab noch. Der war flüchtig, oder? Der Schaum, der. Also ich hab den nicht gesehen. Naja, gehen wir ein. Naja, du hast ja auch ein müdes Ohr. Nehmen wir einen Punkt. Ja, auch der müde Joe. Ja, müde Enrico. Gut. Prost. Prost. Zieh doch hier hoch. Ja, Noten von Karamell und Nuss. Was lachst du denn da? Schmeckst du wieder nicht raus, war Malz. Malzig auf jeden Fall.
leichter Abgang mit der Säure. Was für eine Säure, Alter. Von mir, bei mir kommt eher so Röstaromen rüber. Ja, ja. Sehr, also ganz leicht Kaffee, röstig. Hm. Also kurzum ist nicht meins. Naja. Dunkler Wind, ach, gucke an, ein dunkler Wind, na, dann erklärt das alles. Ja. Ach, jetzt wirst du milde. Nee, also meinst du es immer noch nicht, aber das, denn mit Karamell und Melanoidin-Malzen gebrauten untergäriges Bockbier. Schon vergoren und anschließend mindestens 4 Wochen kalt gereift. Malzige Noten von Biskuit und Nuss passen ideal in die Weihnachts- und Winterzeit. Biskuit und Nuss hat auf jeden Fall ausgeschmeckt. Ja, ja. Ja, also diese dunklen Bockbiere, die waren noch nie so meins. Ja, ich habe das mal getrunken, habe das mal probiert, habe gesagt, naja, komm, ist nicht deins. Ja, weil wir luschen das nicht ab können. Das ist ja ganz klar. Ja, wie vielleicht sind wir, wahrscheinlich sind wir dafür einfach nicht gemacht, ja. Der Gott hat sich dabei gedacht, Alter, die dunkle Bock, kannst du knicken hier, Bob, Hellet, Pilz. Hellet und Pilz. Naja. Hier gibt da 6 Punkte. Ach, hast du schon drin geschrieben, wa? Ja, ich schon drin geschrieben, ja. Deutsches Reinheitsgebot hat es auf jeden Fall. Wasser erstmal Hopfenhefe. Ja. So, und naja, also über den Uwe, ich weiß nicht, ob wir über den Uwe noch reden müssen. Ja, ist klar. Oder mach halt nicht. Oder macht das einen Unterschied? 4, 10, 13. Das macht keinen Unterschied mehr. Gut, dann brauchen wir darüber leider nicht reden. Bronze. Das ist ja gut. Das ist ja gut für so ein Bockbier. So richtig gut, ich staune. Wir haben auf jeden Fall von der Brauerei die 3 Biere getestet jetzt. Und da ist leider dieses neue Bernauer Zickenschulz auf dem letzten gelandet. Auf dem dritten Platz. Und der Pale Ale auf dem zweiten. Nee, das hier. Und auf dem ersten Platz das hier. Guckt euch die Videos an. Genau, liken, teilen, kommentieren. Genau. Und man kann einfach sagen, für Leute, die gerne Röstaromen, Kaffee haben, auf Schwarzbier stehen und so weiter, ja, ja. Das hier, das Bockige, das Pale Ale auf jeden Fall eine Geschmacksprobe wert für alle, die auf Ale stehen. Ja? Also das ist wirklich ein, darf ich so mal sagen, also ich würde einfach mal sagen, vom Ale halt ein guter Allrounder, den trinkt man. Das trinkt man auch mal, wenn man nicht so der Ale-Trinker ist. Genau, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das helle Vollbier, ja, für alle, die so Pilsner und Helles trinken, ja. Also ja, ja. Schön mild. Genau, für die ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Okay. Also von daher, für alle was dabei, ne? Kann man nur sagen. Auf jeden Fall. Ja. Gut, wir trinken noch aus. Genau. Und dann gehen wir nach Haus.